Wir sind hier, wir sind blau, weil man uns die Sachen traut. Wir sind hier, wir sind blau, weil man uns die Sachen traut. Frau Merkel, wir sind fassungslos und wütend, weil Sie uns belogen haben. Weil Sie die schändlichen Taten des BND seit Jahren mit Ihren Erzählungen aus dem Neuland decken und erst möglich machen. Sie haben so vielen Dingen schuldig gemacht, dass die Zeit dieser Demo wohl kaum reichen wird, alles aufzuzählen. Wir sind es satt, wie Sie dieses Land als devoten Erfüllungsgehilfen für NSA-Interessen verwalten, ohne je die Privatsphäre der Menschen, die Freiheit nach innen zu schützen. Wir sind gekommen, um jetzt an Stühlen zu rütteln, denn Ihre Lügen, Ihre Ausreden, Ihr Nichthandeln sind unerträglich geworden. Seit den ersten Snowden-Leaks im Jahr 2013 sind beinahe im Wochentakt erschütternde Erhüllungen aus dem scheinbaren Nichts aufgetaucht. Egal ob Prism, Tempora, GCHQ, Five Eyes, Kanzler-Telefongate, Iconal, BND-Affäre und gestern noch delikate Leaks in einer MAD-Affäre, in der Journalisten konspirativ diskreditiert und eingeschüchtert werden sollten. Alles, all das parieren Sie mit einer Gleichförmigkeit eines Anrufbeantworters und mit dem Charme Ihres Mentors Helmut Kohl. Sie sagen, es soll lückenlos aufgeklärt werden, und was Sie uns nicht sagen können, ist zu unserem Schutz vor Terror und der Treue gegenüber Ihren amerikanischen Partnern geschuldet. Da frage ich mich, welches Landes Bundeskanzlerin sind Sie? Lasst uns an Stühlen wackeln! Geschuldet ist das alles einer Sache. Die primitiven Erklärungsmuster eines texanischen Einfallspinsels sind seit den 9-11-Anschlägen Ihr Reim, Frau Merkel, Ihr Reim auf alles. Egal ob Vorratsdatenspeicherung, Bestandsdatenauskunft, Lücken und anlassloses Ausspähen aller digitalen Sphären unserer Gesellschaft und jetzt sogar der kriminelle Datendiebstahl und Einbruch in Konzerne und die Kommunikation unserer europäischen Nachbarn. Das Morden durch anonyme Drohnen, das über und mit Hilfe unserer Dienste koordiniert wird. Alles geschieht zu unserem Besten und zum Schutz vor Terror. Sie haben Blut an den Händen, Frau Merkel. Es ist genug. Wir wackeln an Stühlen. Und wie wir sehen, der erste Stuhl ist auch schon zerbrochen. Nein, Frau Merkel, ja, der Messierstuhl. Nein, Frau Merkel, der Terror kommt von unseren Geheimdiensten. Es sind Ausflüchten seit Beginn Ihrer Kanzlerschaft, das perfekte Alibi, um immer umfassender in unsere Privatsphäre einzubrechen. Dabei ist es gerade Ihre perfide Erzählung vom Neuland, die die Menschen in unserem Land vom Begreifen der wesentlichen Analogie ablenkt. Digitale Sphäre und die Privatsphäre des Schlafzimmers sind das Gleiche. Je weiter die Digitalisierung voranschreitet, umso weiter gedeiht die umfassende Kontrolle und Beobachtung im Netz. Und die Vernetzung unserer Welt, aller Dinge, die uns umgeben, ist erst am Anfang. Umso wichtiger ist es jetzt, endlich umfassende Klarheit zu schaffen und all das Treiben der letzten Jahre des BND lückenlos aufzuklären. Wir rütteln an Ihren Stühlen, Frau Merkel. Während die Menschen noch immer über die Leaks von Snowden sinnieren, die bereits mehr als 2 Jahre alt sind, ist die technologische Überlegenheit der Geheimdienste weiter gewachsen im Stillen. Ganz im Sinne des Mooreschen Gesetzes. Alle 12 Monate verdoppelt sich die Leistungsfähigkeit integrierter Schaltkreise und damit der Wachstum in die Tiefe, mit der unsere digitalen Informationen zu einem umfassenden Profil aller Aspekte unseres Lebens werden. Gläsern und vorhersehbar, kontrolliert und programmierbar. Das ist der Terrorismus, den wir fürchten. Erst digital und erst hausgemacht. Wir rütteln an den Stühlen derer, die uns terrorisieren. Den realen Terrorismus,
bekämpft man aber nicht durch Überwachung. Genauso wenig, wie wir unsere westlichen Ideale, unsere Freiheit an fernen Kriegsschauplätzen verteidigen. Terrorismus bekämpft man, indem man eben nicht in fremde Länder einmarschiert. Man bekämpft ihn durch Mitmenschlichkeit, durch Hilfe für Flüchtlinge, durch die Begrenzung von Waffenexporten, durch das Werben für Pluralität und Vielfalt einer offenen und transparenten Demokratie. Erst die Achse des bösen Politik nach 9/11 und der Einmarsch in den Irak hat die hässliche Fratze des ISIS-Terrors geboren. Kriminalität bekämpft man nicht durch Überwachung. Man bekämpft sie, indem man Menschen in unserer Gesellschaft nicht ausgrenzt. Man muss die soziale Schere bekämpfen, den Menschen einen würdigen Platz in der Gesellschaft geben. Und Angst zu guter Letzt bekämpft man nicht, indem man die Lügen entlarvt, die täglich die Einschränkung von Freiheit als nötiges Mittel für mehr Sicherheit fordern. Was uns wirklich Sicherheit bedeutet, ist für die Überwachungsbehörden der Raum ihres Misstrauens. Für ihre Vorstellung von Sicherheit brechen sie Grundrechte. Sie brechen in unser Privatestes ein. Und das auch, weil sie für den möglichen Angriff auf unsere Gesellschaft immer etwas im Ärmel haben wollen, um dann sagen zu können, wir haben doch alles getan. Dabei erreichen sie genau das, was die Feinde eines freien westlichen Lebensstils im Auge haben. Unsere Freiheit zur Vielfalt und individuelle Entfaltung. Dabei ist unser Land selbst der Hort von Terror und Gewalt, denn der Tod ist schon immer ein Meister aus Deutschland, das die tödlichen Waffen mit Hochpräzision herstellt. Man kann es fremden Geheimdiensten gar nicht übel nehmen, die die militärische Industrie von Deutschland abhören. Schon alleine, um zu erfahren, in welche Region zu welchen Despoten und Tyrannen Waffen geliefert werden. Wir verlangen das Ende der unsäglichen Waffenexporte und rütteln an ihrem Stuhl. Und jetzt, zu guter Letzt, je länger wir hier gemeinsam stehen, desto wahrscheinlicher wird die Kombination der Bewegungsprofile unserer Handys und Smartphones. Sie ziehen eine Verbindungslinie in den Algorithmen der Geheimdienste. Sie machen aus friedlichen Demonstranten Verdächtige. Unsere Telefonate, SMS, unsere Router werden genauso belauscht wie sämtliche Mails und Aktivitäten in Social Networks. Unsere Gesundheitsdaten, die Kommunikation mit Anwälten, ja sogar die Pressefreiheit ist betroffen. Wer mit Informanten spricht, kann keinerlei Quellenschutz garantieren. Vertrauen stirbt. Denn unsere Daten sind der Rohstoff zur Vermessung der Menschen nach Gefahrenpotenzialen durch Geheimdienste. Sie kennen uns bald besser als unsere Freunde. Die digitalen Doppelgänger, die sie erstellen, schweben wie ein Damoklesschwert über uns. Sie ersticken unsere Freiheit und die Sicherheit durch einen allgegenwärtigen Beobachtungsstaat. Das ist Terrorismus, Frau Merkel. Wir rütteln an Ihren Stühlen. Die Selektorenliste mit vielen hunderttausend Begriffen ist nichts anderes als der Browserverlauf der NSA. Die viel wichtigere Frage ist, wer, wann und wo überall diese vollumfänglichen Zugriff hat und welche neuen Techniken jetzt eingesetzt werden. Die lächerliche Auskunft der Kanzlerin, man müsse jetzt mehr kontrollieren, wird wohl kaum die umfassende Sicht in die Suchmasken der Nerds des BND umfassen. Sie wird wohl kaum die Fragen nach den Botnetzen der NSA und nach den Drohnenmorden beantworten. Wir sagen nicht so weiter, Frau Merkel. Wir rütteln an Ihrem Stuhl. Was wir aber garantieren können, was passieren wird, sie werden wieder Bauernopfer, statt selbst Verantwortung zu übernehmen. Wir werden nicht leise sein und an den Stühlen rütteln, bis die massenhafte, anlasslose und lückenlose Überwachung unserer Privatsphäre, der Einbruch und Diebstahl und die Hehlerei mit den Geheimnissen unserer Wirtschaft, der Vertrauensbruch gegenüber unseren europäischen Nachbarn aufhört. Wir werden nicht leise sein, bis der digitale Staatsterror des BND seine restlose Aufklärung erfährt. Wir wollen die Ausweisung der NSA-Beamten. Wir wollen eine umfassende Kontrolle und Bestrafung jener Mitarbeiter, die sich an Drohnenmorden schuldig gemacht haben. Es ist uns vollkommen egal, ob das die Beziehung zu den USA nachhaltig stört.
Denn wirkliche Freunde sind Menschen von Ländern und nicht Staaten untereinander. Und diese Menschen werden verstehen, worum es uns geht. Es ist uns egal, ob das eben diese Beziehung stört. Wir wollen, dass Sie sich unseren Nachbarn, Frau Merkel, gegenüber für den Vertrauensbruch entschuldigen. Wir werden nicht leise sein und an den Stühlen rütteln, bis das letzte Überbleibsel des Kalten Krieges der BND in seiner jetzigen Form begraben wird, Frau Merkel. Why, oh, why? Tief für alle Snowdens, why? Alle Medics, alle Conscious.